Hier ist gerade ein Spieler gestorben. Ist auch sehr gut. Ich belebe ihn doch nie wieder. Ich bin doch nicht doof. Verfickten Zuge, nee, das Bell da draußen, noch ein Hund. Schalala, mir ist es scheißegal, ich nehme es trotzdem mit auf. Lalalala. Ich könnte das jetzt mit abspielen. Das ist mir ein leichtes, das rauszufinden, aber dann kriege ich GEMA-Treffer. Ich meine, den Track Woo Let's the Dogs Out. Gefällt euch das? Ich finde das immer noch eine Frechheit, dass Leute mit ihren, in Anführungsstrichen, Scheißhunden einkaufen gehen. Das ist eigentlich eine Zumutung für die Leute, die hier wohnen. Das muss man eigentlich auch mal sagen, ne? So. Macht, wenn ihr Hunde habt, macht nie denselben Fehler und geht mit den Hunden mit den Viechern einkaufen. Ihr stört damit jemanden. Definitiv. Geht der Dorn schon wieder los? Das ist auch gut. Ich bin einfach zu laut dafür, für den Hund. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt hört, weil das Mikrofon und Ingame-Sound. Das Ingame-Sound ist, glaube ich, gleich laut. Muss ich fast sagen. Und ich muss ja schon fast schreien ins Mikrofon, um die Musik zu übertönen. Ja, ich habe einen Tiger. Der frisst Hunde. So. Etwas ist faul, heißt unsere nächste Quest. Rettet das Faulmäht. Auch wenn ich das nicht gerne retten würde, wir könnten auch Bücher sammeln. Wir haben echt ein gutes Stück zurückgelegt. Jetzt sind wir ja schon im Malabeltor. Wo ist denn das Faulmäht? Ach, das ist da hinten. Na, würde ich aber sagen, bevor wir da hingehen, gehen wir noch woanders hin. Ich war jetzt extra leise, jetzt konnte man den garantiert hören. So, jetzt nicht mehr, jetzt haben wir wieder Ingame-Sound. Also so diese Hunde, die überhaupt kein Benehmen haben, denen wurde nichts beigebracht. Die sind einfach nur als Pelzviecher da. Und wenn das gesagt wurde, dann wurde das auch getan. So. Hier haben wir den Alprost. Hört, wenn wir schnell arbeiten, können wir unsere Verluste reduzieren. Diese Diebe haben nicht alles mitgenommen. Eine der Faulmietblasen ist bereit für die Drehung, aber uns fehlen ein paar wichtige Gewürze. Ihr seid gut mit Tieren. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ihr seid gut mit Tieren, sagt er. Ja, das ist sehr gut. Das passt doch prima ins Bild. Ich schalte mein Mikrofon stumm, sofern er redet. Muss das eben nur hier rüberschieben. Was benötigt ihr? Es sind wirklich nur ein paar Kleinigkeiten. Donnerkäferherzen von wilden Donnerkäfern, die man am Fuß des Hügels findet. Und ein paar Maden. Und nun, wenn ihr es wirklich wissen wollt, es gibt dann noch etwas, was mich beunruhigt. Was ist das? Könnt ihr mich in der Kältehöhle treffen, sobald ihr fertig seid? Sie ist sozusagen unmittelbar unter unseren Füßen. Der Eingang ist am Hang des Hügels. Ihr könnt die kalte Luft, die aus ihr strömt, gar nicht verpassen. Versprecht ihr mir, dass ihr mich dort trefft? Ich kümmere mich um alles und treffe euch dann dort. Ich bin übrigens froh, dass ich hier mein Schlafzimmer nicht aufgestellt habe, weil das ist hier die pure, pure Hölle. Ah, Batabar hat euch nicht kommen hören. Zu beschäftigt. Hilft der Ladenbesitzerin, ihre Waren zu organisieren. So, organisiert. Jetzt. Und, Bellarata ist schön zu dieser Jahreszeit, nicht wahr? Bellarata? Ja, ja. Eine Aideiden-Ruine. Nicht weit von hier. Neu geöffnet. Geht nach Yazugur und ihr könnt Bellarata gar nicht übersehen. Sehr, malerisch zu dieser Jahreszeit. Wenn ihr euch beeilt, bekommt ihr von Jurakdar vielleicht sogar noch eine Führung, ja? Neu geöffnet? Ja. Zumindest erzählt Jurakdar das allen. Er verkauft Artefakte aus geheimen Orten. Sehr geheim. Ihr solltet euch sputen. Sie gehen weg wie heißes Konfekt bei Vollmond. Kommt nicht zu spät. Ich gehe der Sache nach. Wuff, wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Das darf ich nicht machen, weil meine Stimme dann komplett versagt. Ich fand's einfach nur lustig.
So. Ich glaube, früher habe ich mich richtig aufgeregt, wenn irgendwie so Fremdgeräusche in Dingen sind. Aber sowas spornt jetzt an. So, jetzt mache ich sogar, jetzt werde ich sogar noch lauter. Durchsuch die Nester nach Maden und Herzen sollen wir sammeln. Das find ich, Alter, ich sehe nur Pfeile oben. Ist das recht so? Ich sehe gerade. Yummy. Oh, das ist ein schönes Bild. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man da einen ziemlich großen Haufen reingelegt. Aua. Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. War sehr schmerzhaft. Aua. Ist schön, wenn man den Backenzahn in die Zunge rein beißt und da ein Stück Fleisch rausreißt. Diese ganzen... Alter, ist das eine vereiste Höhle da hinten? Die Kältehöhle, okay. Boah, was für ein Unterschied hier. Iguthahn. Okay. Keinen Moment zu früh. Genau wie ich vermutet habe. Das Dorf ist in großer Gefahr. Was stimmt nicht? Galitors Atronach fängt an aufzutauen. Er wacht auf. Firuin sagte, dass das passieren könnte. Ein einfacher Bandzauber oder so. Und da sie nun fort ist, weiß niemand mehr, wie man ihn bindet. Dann ist das nicht normal. Ganz und gar nicht. Er sollte eigentlich stillstehen und Dinge kalt halten. Aber nun knarrt er durch die Gegend und schlägt nach allem, was wärmer als ein Eiszapfen ist. Ich kann gut genug jagen, aber Atronachen sind nicht meine typische Beute. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Wenn ihr nicht zurückkommt, nun... Ich weiß nicht, was ich tun würde, aber bestimmt irgendwas. Begrabe meine Leiche. Wenn es soweit ist. Okay, wir müssen also Iguthahn töten. Atronachen. Okay, der ist aber mächtig. Ja, der ist mächtig. Hat er was hinterlassen? So Rentenbeiträge oder... Ne, einen Weizen hat er immerhin. Naja. So, fertig. Ihr seid wirklich ein Wunder, nicht wahr? Wenn ich jünger wäre, würde ich euch bitten, mir zu zeigen, wie das geht. Aber das ist kein Leben für mich. Jedenfalls nicht jetzt. Macht euch darum keine Sorgen. Hier sind die Zutaten, die ihr wolltet. Damit wird der Faulmet hervorragend. Schade um das ganze Eis, aber um ehrlich zu sein, bei diesem Atronach lief es mir immer ganz kalt den Rücken hinunter. Er stand einfach nur da und schaute zu. Uns wird die Höhle schon genügen. Was unseren Eltern recht war, kann uns nur billig sein, oder? Was für ein unglaublicher Gedanke, dass ihr mit Thelengar selbst im Feld wart. Einfach unglaublich. Diese euphorische hohen Stimme, ey. Das ist... Oh, ich kann sowas nicht ab. So, etwas ist faul. Nee, noch nicht. Vielleicht aber auch doch. Was unseren Eltern recht war, kann uns nur billig sein, oder? Den Spruch schlagt ihr, liebe Zuschauer, mal ganz schnell aus dem Kopf, denn die Sachen werden teurer. In der Zukunft. Die Sachen werden definitiv teurer. Da führt kein Weg drumherum. Kann man sich nämlich jetzt schon drauf einstellen.
Und anstatt sich den gesamten, ich sag mal, Monatsgehalt wegzusaufen, sollte man lieber Verstand haben und das Ganze anlegen auf der Bank oder, ich sag mal, irgendwo einlagern, wo es, ich sag mal, sich nicht selbst verbrennt. Es gibt einige Sparbücher, die gut sind. Oder Konten, wo das durch Zinsen denn verbessert wird. Ich selbst habe keins. Ich habe alles auf der Bank. Ne, und da habe ich auch so meine Notfallreserve. Kann ich echt empfehlen. So, jetzt laufe ich ja gerade wieder zurück. Wo will ich hin? Wir sind immer noch in Wulkwasten. Das gehört alles dazu. Das ist auch interessant. Und ich würde sagen, wir werden jetzt das... Oh, gut. Das Faulmet retten. Indem ich da jetzt einfach mal direkt hingehe. Direkt hingehe. Ich glaube, jemand hat den Hund zum Schlachten abgeholt. Finde ich gut. So. Baumwolle. Ne, ich bin nicht gut darauf zu sprechen. Da rechts haben wir einen Würger. Ich will den nicht aktivieren. Hab ich auch nicht, nur laufe ich den Scampin hier an. Was? Och nö. Die machen Schaden, das ist nicht zu übersehen. Ist aber auch nicht so viel. Tja, überlebt haben sie es nicht. Ach, ihr Tagebuch ist hier. Ah, interessant. Galitor hat mich das letzte Mal enttäuscht. Ich hatte ihm gesagt, dass er mich auf den Kalthügel treffen soll, damit wir dieses Nest verlassen und ein neues Leben anfangen können. Er ist nicht gekommen. Ich wollte ihm erklären... ich wollte es ihm erklären, aber er versteht nicht, was wir dort draußen alles lernen könnten. Es gibt so viel mehr als nur die Leben derer, die von uns kamen, die vor uns kamen. Neue Methoden, die entdeckt werden wollen. Geheimnisse. Stattdessen klammert er sich an der Vergangenheit. Er braut genauso, wie es seine Mutter es getan hat und ihr Vater vor ihr. Niemals eine Veränderung, niemals als Experiment. Das macht mich krank. Ich habe sogar einen Atronarchen beschworen, um es ihm zu zeigen, dass alles möglich ist. Aber er hat ihn einfach nur in eine modrige Höhle gesetzt mit etwas Mammut-Trockenfleisch und Ifre weiß, was er sonst noch alles aus dem Wald gezählt hat. Ja, das war wahrscheinlich dieser Frostmammut. Aber er wird seine Lektion schon noch früh genug lernen. Ohne die üblichen Bindungen entwickelt sogar der niedrige Atronarch rebellische Gedanken. Oder kriegen wir doch einen Atronarchen zum Spielen hier? Wo geht's denn jetzt weiter? Paogrim. Ah, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Holy Moses, ist das grün da hinten. Okay. Das schauen wir uns doch mal an. Oh, wow, das ist ja ein riesiger Kessel. Zaubertrank. Es gibt frischen Zaubertrank.